Heute dreht es sich zur Abwechslung mal wieder um mich. Und nur um mich. Denn ich habe euch etwas zu gestehen. Ich glaube, ich habe mich verliebt. Also ja, ich kann mir vorstellen, was ihr mittlerweile von mir haltet. Die Männer in meiner Vergangenheit waren, naja, ich hätte durchaus eine bessere Auswahl treffen können, sagen wir so. Aber dieses Mal fühlt es sich anders an. Lenny und ich, wir verbringen so viel Zeit miteinander. Nur als Freunde bisher. Aber für mich ist zwischen uns einfach mehr. Und ich glaube, ich bin bereit, ihm meine Gefühle zu gestehen. Hoffentlich empfindet er das Gleiche. Hallo, ich bin Ellie Jenix und das ist der 23. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Im letzten Part fand ja der erste Abschlussball statt. Also um genau zu sein, Daisy war gemeinsam mit ihrem Sydney dort und auch Violet war dabei, aber bei der ist eigentlich nicht so wirklich was Spannendes passiert. Wobei, wenn ich mich richtig erinnere, ist sie danach noch auf eine Party gegangen und ich glaube, sie ist sogar noch immer dort. Also ich bin schon sehr gespannt, was Emma dazu zu sagen hat, aber das werden wir dann ohnehin gleich sehen. Aber bevor wir reinstarten, noch eine kurze Erinnerung, denn bald ist es soweit. Am Sonntag, den 18. September, findet mein 10-Stunden-Stream auf Twitch statt. Dort wird es jede Menge unterschiedliche Spiele, Gewinnspiele und Challenges geben. Für eine Challenge brauche ich übrigens Sims von euch. Wenn du das Video dazu noch nicht gesehen hast, dann blende ich dir das jetzt hier rechts oben ein. Aber gut, dann starten wir jetzt gleich ins Spiel. Und so starten wir in den Part hinein. Es ist Sonntag, kurz vor 4 Uhr früh. Und wie wir sehen, Emma ist noch immer wach. Also Emma ist gerade dabei, etwas zu malen, während die meisten ihrer Kinder schon im Bett sind. Also hier oben haben wir unsere liebe Daisy, hier schläft Ivy und hier unten haben wir dann auch noch Jared und Rose. Aber ein Bett ist tatsächlich auch noch leer. Und zwar ist das das Bett von Violet. Denn wie wir hier unten sehen, Violet ist tatsächlich noch im Wackelpark. Das ist dieser Park in Copperdale, also dort, wo eben die Party nach dem Abschlussball stattfand. Und sie ist noch immer nicht zu Hause. Sie ist mittlerweile auch schon sehr müde, aber ja, anscheinend möchte sie trotzdem nicht nach Hause kommen. Und Emma ist auch ziemlich traurig. Also wir sehen hier, sie ist eigentlich wegen dem Feiertag traurig. Aber ich denke, in Wirklichkeit macht sie sich eben Sorgen, da Violet noch nicht daheim ist. Und deshalb wird sie jetzt dann auch mal nach Hause kommen und ich glaube, dann werden die beiden sich ein wenig streiten. Okay, und Violet ist da. Sie ist unfassbar müde. Wow, und auch sie fühlt sich traurig. Also wir haben hier eben auch grauenhafter Feiertag, dann haben wir trauriger Freund. Dann ist sie müde und außerdem stinkt anscheinend irgendjemand. Alles klar. Okay. Sie möchte eigentlich unbemerkt ins Bett gehen. Sehen wir mal, ob das funktioniert. Nein, Emma, du bleibst hier. Du wartest immerhin jetzt auf deine Tochter. Und Violet kommt zur Tür rein. Und dann werden wir sie gleich mal damit konfrontieren. Wir werden einmal mit ihr streiten. Und zwar werden wir über Hausregeln streiten. Und dann werden wir sie einmal anbrüllen. Normalerweise ist Emma ja eine ziemlich lockere Mutter. Aber ich glaube, das war einfach zu viel für sie. Wow. Und Violet schaut jetzt auch noch auf ihr Handy und hört ihr anscheinend nicht mal wirklich zu und schreit zurück. Oh. Das läuft ja wirklich gut. Einmal werden wir uns dann noch über Hausregeln streiten, aber ich denke, dann müssen die beiden auch schon ins Bett. Okay. Der Geist von irgendjemandem schwindet. Keine Ahnung, wer du bist. Wow, irgendwie merkt man an dieser Konversation, dass Emma auch noch nicht unbedingt erwachsen ist. Aber immerhin muss sie sich jetzt um Teenager kümmern. Also langsam sollte sie wirklich erwachsen werden. Die beiden haben jetzt auch eine neue Stimmung miteinander und zwar Groll nach einem Streit. Violet und Emma haben noch ein Hühnchen zu rupfen. Der Konflikt ist noch nicht geklärt und die Spannung ist hoch, zumindest nach Ansicht von Violet. Ja, das ist tatsächlich verständlich, aber ich denke, Violet möchte jetzt das letzte Wort haben und deshalb wird sie den Streit jetzt ganz einfach beenden und wird ins Bett gehen. Und sie wird auch die Tür abschließen, und zwar für jeden, außer für sich, denn sie ist gerade in einer Phase, wo sie wirklich ihre Ruhe haben möchte. Also das sehen wir jetzt auch hier.
Also rebellisch, also sie möchte sich einfach allen Regeln widersetzen und sie streitet sich öfter mit ihren Eltern, schiebt Hausaufgaben vor sich her, ja. Genauso wie Violet sich eben momentan verhält. Und während alle anderen noch schlafen, ist Ivy wieder einmal aufgewacht. Sie ist jetzt wach und sie wird sich jetzt um den Hof und um eben alles andere kümmern. Beginnen wir am besten mal mit unseren Hühnern. Ich hoffe, die leben noch alle. Das ist ja immer so eine Sache. Perfekt. Fridolin, Adelheid und Bertha. Dann wird sie einmal den Stall säubern, die Eier einsammeln und Futter in der Nähe verstreuen. Und dann kümmern wir uns noch um unsere liebe Betsy. Und zwar werden wir auch hier einmal das Futter auffüllen. Dann werden wir sie einmal putzen. Und dann werden wir sie einmal melken. Violet wird jetzt auch angerufen. Und zwar bekommt sie eine SMS von ihrem Vater. Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Christian Fleming angefreundet hast. Er ist ziemlich cool. Alles klar, keine Ahnung, woher die beiden sich kennen. Aber irgendwie passen die ja auch zusammen. Also sie haben beide definitiv eine sehr künstlerische Ader. Hier haben wir unseren Gabriel. Wir müssen übrigens auch mal dringend wieder bei ihren Eltern vorbeischauen, denn Leo und Brigitte, die wir endlich in Bridget umbenennen müssen, die sind jetzt beide schon gealtert und brauchen auch ganz, ganz dringend ein Umstyling. Also ich glaube, in den nächsten Parts werden wir dann einmal die Eltern von Emma besuchen. Übrigens habe ich jetzt auch das mit der Alterung gefixt. Also das wurde ja von EA gefixt und ich habe jetzt zusätzlich... Sydney, warum gehst du einfach in unser Haus? Hä? Sydney ist da, also der Fastfreund von unserer Daisy. Und ich habe keine Ahnung, was er macht. Was ist deine Mission? Spaziert einfach so in unser Haus, in das Zimmer von Daisy und möchte nun mit ihr zum Abschlussball gehen. Schon wieder. Hey, das könnte lustig werden. Sydney Price möchte mit Daisy Potter auf freundschaftlicher Basis zum Abschlussball gehen. Ist sie damit einverstanden? Okay, diese Einladung finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig und eigentlich war der Abschlussball ja auch erst gestern, also er hätte sich ruhig noch ein wenig Zeit lassen können. Aber klar, Daisy ist Hals über Kopf verknallt in ihn, deshalb natürlich, wir werden gemeinsam mit ihm zum Abschlussball gehen. Aber jetzt könnte er eigentlich auch schon wieder gehen. Ich finde das ein bisschen creepy. Warum sieht er ihr beim Schlafen zu? Ja, okay. Daisy, dann steh mal auf und unterhalte dich mit Sydney. Wir werden ihn einmal um Rat bitten, einfach weil wir traurig sind. Dann werden wir uns über unsere Probleme beschweren und über die warmen Temperaturen reden. Sie verstehen sich gerade irgendwie nicht so gut. Genau, bevor Sydney in unser Haus gestürmt ist, wollte ich euch gerade das mit der Alterung erzählen. Ich habe da jetzt nämlich ein paar Änderungen vorgenommen. Also die grundsätzliche Altersspanne bei mir ist jetzt normal, aber ich habe die Altersspanne der jungen Erwachsenen ein bisschen nach oben gestellt und die der Teenager ein bisschen runter. Also Emma ist jetzt noch 25 Tage eine junge Erwachsene. Die Preteens haben noch 15 Tage, bis sie zu jungen Erwachsenen werden. Und die ganz Kleinen haben noch 6 Tage und dann werden sie zu Kindern. Also wenn wir uns jetzt den Haushaltskalender ansehen, dann haben wir eben noch jede Menge Zeit. Morgen startet eben die Highschool für die Drillinge. Dann am Samstag haben die kleinen Zwillinge Geburtstag. Dann werden Rose und Jared zu Kindern. Dann haben wir eigentlich eine ganze Woche mal nichts. Und dann haben auch schon die Drillinge Geburtstag und dann eine Woche drauf hat Emma Geburtstag. Also ich glaube, das passt ganz gut, dann haben wir einfach noch ein bisschen mehr Zeit. Aber ihr könnt mir dazu eure Meinung natürlich sehr gern in die Kommentare schreiben. Grundsätzlich ist es nämlich so, dass ich das mit dem MC Command Center Mod alles individuell anpassen kann. Also falls ihr gerne hättet, dass eine Altersspanne länger oder kürzer wird, schreibt es mir einfach gern in die Kommentare. Gut, Daisy, was machst du? Okay, sie isst irgendetwas und möchte sich weiter mit Sydney unterhalten. Das ist natürlich in Ordnung. Ivy, wie läuft es bei dir? Gut. Mit den Tieren ist sie nun fertig. Dann kann sie sich hier noch um den Garten kümmern. Und zwar werden wir einmal alles ernten. Dann werden wir gegen Käfer einsprühen. Und auch bei den Bäumen können wir gegen Käfer einsprühen und alles ernten. Und dann wird Emma jetzt gleich mal etwas kochen. Wir haben immerhin schon Mittag. Was könnten wir denn machen? Unsere Auswahl ist eigentlich ganz okay. Machen wir einmal Spaghetti. Oh nein, da können wir nur eine Einzelportion machen. Das ist nicht so gut. Pilzsuppe. Gut, dann gibt es eine Pilzsuppe und zwar eine Partygröße. Ich weiß, wir essen sehr oft Pilzsuppe und irgendwann wird es die Kinder ganz sicher nerven. Aber solange es noch nicht so weit ist, ist das in Ordnung. Oh, wow. Was macht ihr hier?
Die sind schon voll am Flirten. Oh, der Preteen-Mod wurde anscheinend abgedatet, denn wir können jetzt auch romantische Interaktionen machen. Aber sie ist dafür leider zu traurig. Oh, Coco möchte spazieren gehen. Wisst ihr was? Daisy, du gehst jetzt mit Coco spazieren. Und zwar werden wir Sydney zu unserer Runde hinzufügen. Zuerst darfst du auf die Toilette gehen und dann gehst du mit dem kleinen Coco spazieren. Und zwar hier unter Tierpflege spazieren gehen. Und zwar machen wir einen langen Spaziergang. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob Sydney mitgeht. Ich hoffe einfach, dass er es macht. Und die anderen Mitglieder der Familie können dann auch gleich mal essen. Dann werden wir sie zum Essen rufen. Ja, Violet muss sich, glaube ich, noch ein wenig ausschlafen. Aber der kleine Jared und auch die kleine Rose können ja auch schon mal Mittag essen. Es haben heute wirklich alle sehr, sehr lang geschlafen. Also wir haben schon fast 14 Uhr. Und Violet schläft noch immer. Aber ja, ich denke, sie muss die gestrige Nacht noch ein wenig verarbeiten. Mit wem hat sie Minus, während sie schläft? Keine Ahnung. Genau, im letzten Part haben wir ja auch Annika kennengelernt. Und wir wissen jetzt, dass Violet sich in Annika verliebt hat, obwohl sie sie sehr unattraktiv findet. Alles klar. Auf jeden Fall werde ich Annika sehr bald ein Umstyling geben. Und ich glaube, ich werde sie auch umbenennen. Also Annika ist mir, Überraschung, ein bisschen zu deutsch. Vielleicht nennen wir sie Anne. Ich glaube, das wäre ganz süß. Aber falls jemand von euch noch eine andere Idee hat, schreibt mir natürlich auch gerne Namensvorschläge für sie in die Kommentare. Ich möchte natürlich nicht zu weit von Annika weg. Also Anne würde, finde ich, noch gehen. Aber wer weiß, vielleicht hat ja jemand von euch eine bessere Idee. Und ja, dann können wir ja mal schauen, wie es mit den beiden weitergeht. Bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt. Und ich möchte auch endlich die Zimmern von ihnen umgestalten. Ja, die sind ja noch alle sehr, sehr kindlich. Aber Überraschung, wir haben kein Geld. Ja, was machen die anderen? Emma, wenn du sonst nichts zu tun hast, könntest du dich eigentlich nützlich machen. Du wirst Blaubeermarmelade machen. Dann werden wir Schokoladensirup machen. Noch mehr Schokoladensirup. Und dann machen wir noch Mayonnaise. Ivy ist verängstigt. Wieso bist du verängstigt? Angst vor der Dunkelheit. Ja, aber es ist doch gar nicht dunkel. Keine Ahnung, Ivy geht es nicht so gut. Aber wie immer kümmert sie sich trotzdem um alles. Ivy ist einfach so eine große Hilfe. Oh, und Daisy ist mit dem kleinen Coco spazieren. Du kannst ihm dann eigentlich ein Leckerchen geben. Ihn einmal streicheln. Es regnet zwar, aber die beiden spazieren trotzdem fröhlich und irgendwie spricht sie trotzdem noch mit Sydney. Haben die beiden schon wieder eine neue Stimmung? Oh, ist das süß. Also die beiden sind Turteltauben, dann findet sie ihn attraktiv. Dann haben wir hier, dass sie eben zusammen auf freundschaftlicher Basis zum Abschlussball gehen. Dann haben wir hier interessant, dass sie zusammengewachsen durch gute Zeiten, größere Nähe durch glückliche Erinnerung, freundlicher Rat, spaßig, Schwärmerei und beeinflusst von Abschlussballeinladung. Das ist so unglaublich süß. Also die Beziehung zwischen den beiden ist wirklich wie so in einem Klischee-Hollywood-Film. Oh oh, Ivy stinkt unglaublich. Ja gut, Ivy, dann hör mal auf mit den Sachen. Dann kannst du hier eine schnelle Dusche nehmen, vorsichtig duschen und dann wirst du dann auf die Toilette gehen und dann kannst du etwas essen. Und erst dann musst du dich weiter um alles kümmern. Obwohl es regnet, irgendwer muss es leider machen. Es tut mir sehr leid, aber irgendwer muss sich um den Garten kümmern. Was haben wir denn hier eigentlich? Okay, wir brauchen noch eine Kuh, ein Huhn oder ein Lama. Dann muss sie mit einem Fuchs, Hasen oder Vogel sprechen. Und dann müssen wir auch noch jede Nachbarschaft besuchen. Das ist jetzt tatsächlich gar nicht so schwer. Emma möchte mit uns befreundet sein. Ja gut, warum nicht? Da haben wir hier eine Nachricht. Bitte geh zurück in dein Haus und schließe die Tür. Niemand möchte dich in der Öffentlichkeit sehen. Es sieht so aus, als hätte Ivy das geschrieben, aber ich habe keine Ahnung an wen. Das ist sehr, sehr seltsam. Daisy, wie sieht es eigentlich bei dir und dem Sozialhasen aus? Immerhin bist du unsere Beliebte. Kaiko, also ihre Cheerleaderin-Kollegin. Kissenschlachten sollen Stress abbauen, aber warum fühle ich mich dann so ausgelaugt? Was haben die immer mit ihren zweideutigen Kissenschlachten? Aber okay, wir reagieren darauf. Wow, Follower-Update. Deine Followerzahl hat sich heute um 181 geändert. Also man kann sagen, was man will, aber das Spiel versteht eindeutig, in welche Richtung ich möchte. Immerhin hat Daisy bereits 352 Follower und Ivy hatte, glaube ich, 8 oder so.
Oh, und Sydney hat geschrieben, mit Daisy geht es immer lustig zu. Es gibt niemanden, mit dem man besser abhängen kann. Da werden wir auch drauf reagieren. Schon wieder Kissenschlacht. Ich verstehe es nicht. Wow, und Violet hat dir geschrieben, deine Followerzahl und du stimmen komplett überein. Du Null. Alles klar, wir haben viele Follower, aber haha. War ein guter Scherz, Violet. Oh, Sydney Price findet Daisy Potter klasse und möchte beste Freunde werden. Alles klar, natürlich, das lässt sich einrichten. Und dann müssen wir auch noch ihr Outfit bei Trendy verkaufen. Also, das ist ja ihr Abschlussballkleid vom letzten Mal. Und nach dem Ball haben wir gesagt, dass wir es verkaufen und dann für den nächsten Ball einfach ein neues kaufen. Daisy's Dream auf Trendy verkaufen. Ähnliche Outfits werden verkauft für 185. Ja, beginnen wir mal wieder hoch. Ich beginne mit 250. Schauen wir mal, ob es jemand kaufen möchte. Können wir auf Trendy eigentlich noch etwas machen? Warum hast du jetzt deine Schlafkleidung an? Daisy, was ist los mit dir? Wir werden einmal die Follower überprüfen. Und dann werden wir die neuesten Trends überprüfen. Was wünscht sie sich hier? In die Wolken schauen mit Sydney Price. Auf jeden Fall. Und sie möchte Jared ein Kinderbuch vorlesen. Das ist auch super, super süß. Daisy hat 299 Follower angesammelt. Je mehr Follower Daisy besitzt, desto einfacher kann sie Looks promoten und Modetrends beeinflussen. Alles klar, ich bin schon sehr gespannt, wie das weitergeht. Sydney ist anscheinend noch immer da und unterhält sich mit Ivy im Zimmer von Emma. Okay, der Modestil Rocker ist angesagt und adrett. Gut, das klingt doch gut. Ich habe mir übrigens überlegt, ich glaube, ich möchte nicht, dass Ivy für immer hier im Haus lebt. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir hier irgendwo eine Scheune hinstellen. Wo hätten wir denn Platz dafür? Naja, hier würde sich eigentlich eh gut anbieten, dass wir hier so eine Scheune hinstellen und sie dann dort drinnen lebt und dort hat sie dann irgendwie noch einen eigenen Blumengarten und dann kaufen wir einen Tisch, auf dem sie Blumen binden kann und dort kann sie eben ihren Hobbys nachgehen, weil sie möchte ja so gerne draußen sein und eben in der Natur leben und ich glaube, das passt dann ganz gut. Ich werde jetzt auch mal schnell schauen, wie viel dieser Blumentisch kostet. Unter Aktivitäten. Hier, Blumenbinden, Tisch, Veilchen sind blau. 250, das ist tatsächlich gar nicht so viel. Also das könnten wir uns schon sehr bald kaufen. Hier wäre noch ein anderer, aber der günstige reicht prinzipiell. Kerzen herstellen wäre irgendwie auch cool. Aber Blumen passen, glaube ich, besser zu ihr. Aber falls ihr da Meinungen habt, schreibt mir das auch sehr, sehr gern in die Kommentare. Familienpinnwand. Die brauchen wir auf jeden Fall, weil dann können wir auch eine Ausgangssperre verhängen. Dann kaufe ich die jetzt gleich mal. Und die hängen wir hier unten jetzt einfach so an die Wand. Ich glaube, das passt ganz gut. Und dann wird Emma jetzt auch eine Ausgangssperre verhängen, weil immerhin hat Violet gestern auf jeden Fall übertrieben. Und deshalb werden wir, glaube ich, eine Ausgangssperre für 21 Uhr. Ich glaube, das passt ganz gut. 19 Uhr finde ich tatsächlich ein wenig früh. Deshalb sagen wir 21 Uhr. Emma ist ja noch immer nicht streng, sondern möchte eben nur auf ihre Kinder aufpassen. Und deshalb glaube ich, das passt ganz gut. Ein paar Sachen werden wir dann noch herstellen. Daisy wird gerade von Navai angerufen. Hast du schon von einem Konzert gehört, das außerhalb der Stadt stattfindet? Wir müssen zusammen hingehen. Das ist die Chance unseres Lebens. Ich glaube, Daisy kann da gerne hingehen. Immerhin war sie ja verantwortungsvoll und früh genug zu Hause. Deshalb sagen wir okay. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Daisy hat die Einladung angenommen, muss jetzt jedoch überlegen, wie sie die Verabredung wahrnehmen kann. Sie kann um Erlaubnis bitten oder versuchen zu verschwinden, ohne sich erwischen zu lassen. Klicke auf den Boden oder ein Fenster, das sich öffnen lässt, damit Optionen für das Erreichen des Events angezeigt werden. Aha, alles klar. Aber ich glaube, sie wird Emma ganz einfach fragen. Wir werden zuerst einmal Respekt zeigen. Dann werden wir über den bewölkten Himmel sprechen, warum auch immer. Und dann werden wir um Erlaubnis fragen, zum Event zu gehen. Ich bin schon sehr gespannt. Ivy hat schon wieder Angst vor irgendwas. Alles klar. Und Emma, lässt du deine Tochter gehen? Was? Okay. Okay, sie darf anscheinend doch nicht gehen. Arme Daisy. Ich meine, sie könnte sich jetzt natürlich noch rausschleichen, aber ich glaube, Daisy ist wirklich nicht der Typ dafür. Aber ja, es ist schon wieder viel zu spät. Wir haben jetzt schon 20 Uhr
Und ich glaube, anhand des Intros wisst ihr alle, was eigentlich mein Plan war. Deshalb wird Emma jetzt einmal duschen. Sie fühlt sich auch schon kokett. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Denn ich möchte, dass sie den Abend mit Lenny verbringt. Und dafür ist eine kokette Stimmung schon ganz in Ordnung. Perfekt, wir sind jetzt fertig. Irgendwie sind heute alle meine Sims am Streiten. Keine Ahnung warum. Und Emma fühlt sich jetzt auch noch angespannt, weil sie verbittert ist. Ich glaube, das ist wegen Violet. Aber gut, wir werden uns jetzt auf den Weg machen, denn wie gesagt, möchte ich, dass Emma den Abend noch gemeinsam mit unserem lieben Lenny ausklingen lässt. Sie hat ihn ja schon länger nicht mehr gesehen, deshalb glaube ich, wir gehen ihn einfach mal besuchen. Er wohnt in Del Sol Valley, wenn ich mich richtig erinnere. Und nun sind wir hier, irgendwie leben hier auf einmal jede Menge Kinder. Also hier haben wir Manuel Shaw und das ist Florian Shaw. Okay, also Florian ist das Kind von Ted und Lavina. Und wie sieht es mit Manuel aus? Auch er ist das Kind von Ted und Lavina. Alles klar. Die zwei waren anscheinend fleißig. Gut, Emma, dann kannst du hier gleich mal an die Tür anklopfen. Ich hoffe zumindest, Lenny ist zu Hause. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt gar nicht überprüft. Hier haben wir zumindest seine Schwester, also Avery ist da. Einer der Kids macht gerade Chaos, aber das ist uns ziemlich egal. Es sind nicht unsere Kinder. Außerdem haben sie auch eine Katze. Also hier haben wir Sisi. Ganz schön wild, was hier abgeht. Oh, und hier haben wir... Ist ja noch ein Tier? Rusty. Alles klar. Hier haben wir Raoul. Er ist ja nicht unser bester Freund. Wow, die beiden verstehen sich wirklich absolut gar nicht mehr. Okay, hier sind sie noch Turteltauben. Aber wie man an den Leisten sieht, das ist vorbei. Mit Lenny versteht sie sich dafür unheimlich gut. Wo haben wir denn unseren Lenny? Hier ist Ted. Er ist gerade am Arbeiten, scheint zumindest so. Hier, Lenny, hier sitzt er und schaut fern. Okay, alles klar. Dann werden wir jetzt gleich mal eine Gruppe mit ihm bilden und werden uns zu ihm auf die Couch setzen. Und hier sitzen die beiden jetzt. Emma sieht tatsächlich nicht so glücklich aus, aber ich gehe davon aus, dass das nichts mit Lenny zu tun hat, sondern sie ist einfach noch immer gekränkt, weil Violet sich so verhalten hat. Gut, deshalb werden wir jetzt einmal eine tiefgründige Unterhaltung mit ihm führen. Dann werden wir unserem Ärger Luft machen. Okay, sie möchten nicht mehr sitzen, alles klar. Oh, sie umarmen sich. Und jetzt halten sie Sicherheitsabstand. Jonas hat großen Hunger. Wenn man ihn nicht bald füttert, wird dieses Baby abgeholt. Wer ist Jonas? Ist hier irgendwo ein fliegendes Baby? Hier ist ein Baby. Es fliegt nicht mal. Hier haben wir Jonas. Ich weiß nicht, zu wem er gehört. Aber das kann uns jetzt egal sein. Wir müssen uns weiter mit Lenny unterhalten. Dann werden wir einmal lustig sein. Und zwar werden wir ihm gleich mal einen schmutzigen Witz erzählen. Mir ist übrigens aufgefallen, dass er nicht kokett ist. Also ich weiß nicht, inwiefern das schlecht für unsere Challenge ist. Also inwiefern Emma mit ihm flirten kann oder nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Werden wir einfach mal anfangen. Ganz harmlos. Wir werden ihm ein Kompliment über sein Aussehen machen und einfach sagen, hey Lenny, ich finde dich eigentlich total attraktiv. Du hast immer so schöne Sachen an. Dann werden wir ihm süße Nichtigkeiten flüstern und einfach sagen, dass wir ihn süß finden und dass er immer so lieb ist. Er ist irgendwie angespannt. Was passiert jetzt? Ist das süße Nichtigkeiten flüstern? Das ist ja noch näher als gedacht. Dann werden wir ihm nach seinem Tag fragen und noch ein bisschen weiter flirten. Und dann versuchen wir mal, ihn gnadenlos zu kitzeln. Oh, sie haben eine romantische Leiste. Die beiden haben eine romantische Leiste. Es wird ernst. Und jetzt können wir mit ihm auch über unsere Ängste reden. Ich glaube, das werden wir jetzt machen, denn ich möchte diese Angst endlich loswerden. Also eben diese Angst vor unerfüllten Träumen. Oh, sie ist ihre Angst los geworden. Wie cool ist das? Sie fühlt sich jetzt selbstsicher, weil sie hat ihre Angst besiegt. Emma hat ihre Angst mit einem Seufzer der Erleichterung besiegt. Sie hat das Gefühl, als könnte ihr nichts und niemand mehr etwas anhaben. Das freut mich. Ich bin so stolz auf dich. Und dann werden die beiden jetzt beste Freunde werden. Das wollte ich nämlich schon die ganze Zeit. Und jetzt ist das endlich möglich. Dann werden wir ihm einmal den Tag verschönern. Warum müssen die dafür aufstehen? Ich habe keine Ahnung. Oh, die beiden sind jetzt beste Freunde. Das Baby ist noch immer am Schreien. Kümmert sich niemand um das Baby? Okay. Ted kümmert sich um das Baby, alles klar. Dann werden wir ihn mal nach seinem Kinderwunsch fragen. Ich glaube, das ist für Emma eine sehr, sehr wichtige Sache.
Dann erzählen wir ihm eine unglaubliche Geschichte. Er möchte momentan keine Kinder. Aber vielleicht sollten wir eh noch ein wenig warten, bis wir das sechste Kind bekommen. Gut, die beiden sind jetzt hier noch ein wenig am Flirten. Wir machen noch einen Anmachspruch. Dann werden wir einmal Händchen halten. Und dann könnten wir ihm zum Abschluss noch einmal den Tag verschönern. Denn ich glaube, Emma sollte wirklich bald nach Hause gehen. Wir haben schon nach Mitternacht und morgen haben die Drillinge ja ihren ersten Tag an der Highschool. Also das wird ein sehr, sehr aufregender Tag. Und die beiden haben jetzt auch noch ein Gefühl. Oh, sie empfinden eine tiefe Verbundenheit füreinander. Wie süß ist das? Aber den ersten Tag der Highschool werden wir dann im nächsten Part erleben. Denn an dieser Stelle werde ich den Part dann auch beenden. Und an dieser Stelle sind wir dann schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und ich hoffe, ihr seid auch damit einverstanden, dass Emma und Lenny sich jetzt ein wenig näher kommen. Also Lenny hat ja in Wirklichkeit schon immer eine wichtige Rolle in ihrem Leben gespielt und ja, deswegen wird das jetzt zwischen den beiden vielleicht ein wenig ernster werden, aber das werden wir dann in den nächsten Parts noch sehen. Auf jeden Fall freue ich mich an dieser Stelle über jedes Abo, über jeden Kommentar und über jedes Like und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!